Heute gibt es Flatrates für alles. Musik, Film und Serien, aber auch für Zeitschriften. Wir werden sehen. Na, hallo beim Happy Camper. Heute habe ich mal ein Thema, das nicht direkt was mit dem Camping zu tun hat. Aber es kann hilfreich sein, besonders beim Camping. Es geht heute um Zeitschriften, genauer gesagt Zeitschriften Flatrates. Was meine ich damit? Naja, schaut mal. Eine klassische Zeitschrift, ich würde mal sagen Zeitung 1.0. Eine App für Zeitschriften, kennt wahrscheinlich irgendwie jeder, viele haben schon gesehen. Ich schließe ein Abo ab und habe dann von einem Hersteller entsprechend das digitale Modell auf dem iPad. Heute soll es um was anderes gehen, und zwar um Readly. Readly sieht erstmal genau gleich aus, ist es aber nicht. Denn Readly, und hier ist die Besonderheit, Readly ist eine Zeitschriften-Flatrate. Bedeutet, so wie man es vielleicht von der Musik kennt, hier exemplarisch Spotify genannt, oder von Video- und Serien-Streaming oder Film-Streaming, hier Netflix oder Amazon Video, gibt es jetzt auch, wollte ich schon fast sagen, aber ich glaube, es gibt schon länger, ich habe es aber nicht gewusst, auch eine Flatrate für Zeitschriften. Wie funktioniert das? Es funktioniert über die App Readly und ihr habt hier Unmengen von Zeitschriften. Es sind, meine ich, so knapp, naja, oder sagen wir es sicherheitshalber, über 2.500. Und für 9,90 Euro, meine ich, auch da, ich schaue nochmal genau nach, kann man sich hier auf 5 Endgeräten mit 5 unterschiedlichen Profilen einen Zugang erwerben. Bedeutet, ihr ladet die App runter, die gibt es im Prinzip für jede Plattform. Testet es erstmal, das geht 2 Wochen umsonst. Meldet euch dann an. Dann habt ihr Zugriff sortiert über Länder oder Sprachauswahlen oder Themengruppen auf eine Unmenge von Zeitschriften. Und nicht nur immer die aktuelle, sondern auch die letzten X-Modelle oder Ausgaben vielmehr. Ja. Und das Handling ist denkbar einfach. Ich zeige es euch mal. Ihr wählt dann eure Zeitschrift aus. In dem Fall könnt ihr auch Favoriten bilden. Alles Weitere geht denkbar einfach. Ihr öffnet die Zeitschrift. Ihr seht dann die ganzen weiteren Ausgaben, die verfügbar sind. Dann muss man eigentlich nichts machen als draufklicken. Und schon habe ich im Prinzip eine elektronische Zeitschrift, wie ich sie auch schon vorhin von dedizierten Apps der jeweiligen Anbieter gesehen habe. Mit dem einzigsten Unterschied, ich kann lesen, lesen, lesen. Während ich die Zeitschrift öffne und am Netz bin, lädt automatisch die Zeitschrift den Inhalt herunter. Das heißt, ich habe danach die Möglichkeit, die vollständig automatisch offline zu lesen. Das passiert im Hintergrund, ihr kriegt es so nicht mit, aber man kann es dann bewusst über Downloads anschauen und sieht dann eben, welche Zeitschriften ich momentan gerade runtergeladen habe. Zu den Endgeräten. Die App gibt es im Prinzip für jede Plattform, ob jetzt iOS oder Google, ganz egal. Ihr könnt die auf dem Telefon nutzen, ihr könnt die auf dem Tablet nutzen, ihr könnt die auf Amazon Fire Geräte verwenden, ihr könnt die auf dem PC verwenden, ganz egal. Praktisch würde ich empfehlen, jetzt mal in der Welt von Apple, orientiert euch so an einem iPad oder einem iPad Pro.
Das iPad Mini und alles, was klein ist, ob es jetzt ein etwas größeres Handy ist oder ein klassisches Handy, finde ich praktisch zu klein. Es geht, man kann zoomen, aber der Spaß, naja. Also Empfehlung, eher iPad-Größe oder größer. Wann kann das Ganze praktisch sein? Naja, zum einen, ich lese die ein oder andere Zeitschrift, die einfach auch recht teuer ist. Und ja, man muss kurz überlegen, 9, 10 Euro im Monat. Manche Zeitschriften kosten doch schon 4,50 Euro, 5 Euro. Das heißt, knapp bei 2 teuren Zeitschriften kann sich das schon lohnen. Ich finde es eine coole Idee. Ich habe es jetzt 2 Wochen getestet. Und es ist selbsterklärend. Man braucht wirklich wenig darüber zu erzählen. Man findet kaum einen Stolperstein, bis auf einen. Und den möchte ich euch kurz mitgeben, dass ihr den kurzen Moment des Ärgers da euch erspart. Wenn ihr die App herunterladet, dann könnt ihr direkt mit anfangen. Ihr werdet ein bisschen was gefragt, eigentlich nur männlich-weiblich. Ihr könnt das Geburtsdatum hinterlegen, dann kann die App ein bisschen für euch besser auswählen. Und schon geht's los. Nach Ablauf der Testzeit kommt dann plötzlich ein Dialog hoch. Hier für 2 Wochen 7,99 Euro. Jederzeit kündbar. Und dann dachte ich mir, ich dachte so, roundabout 10 Euro sind die Kosten und pro Monat. Ja, und dieser Dialog ist einfach irreführend. Geht da einfach auf die Homepage von Readly, meldet euch an, wählt dort das Abo aus und das war's schon. Nach stark 2 Wochen Nutzungszeit kann ich keinen Nachteil erkennen zu den elektronischen Zeitschriften. Naja, vielleicht außer manche haben so einen Mehrwert, indem sie noch Verlinkungen reinfügen oder Bildstrecken. Die habe ich nicht. Ich habe einfach den genau gleichen Funktionsumfang wie bei einer echten körperlichen Zeitschrift. Ich kann sie zoomen, das kann ganz praktisch sein. Ich kann sie offline lesen, also alles fein. Ich kann sie halt auch immer bei mir haben. Ich kann sie überall, wo ich ein Netzwerk habe, Internetzugang runterladen. Und eine feine Sache. Jetzt habe ich viel mit Apps zu tun, mit IT zu tun. Und trotzdem war diese Möglichkeit für mich neu. Also, deswegen der Tipp. Readly könnte euch helfen. Ich kriege übrigens kein Geld dafür. Ich fand es einfach eine coole App, eine coole Lösung. Und naja, mit einer kostenlosen Testmöglichkeit, mit einem monatlich kündbaren Abo, wenn man so nennen möchte, kann man nichts falsch machen. Jo, das soll schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr von mir sehen möchtet und es automatisch gehen, einfach ein Abo hinterlegen. Und wenn ich euch noch Fragen beantworten kann oder ihr Probleme habt, dann einfach in den Kommentaren eine kurze Nachricht. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.